Krähennest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und jetzt live bei uns, der Holarius aus dem AK Bildung. Ihr habt heute Morgen einen Slot gehabt. Hallo Tobi. Wir haben heute Morgen uns zusammengesetzt. Wir haben auch gleich noch einen Slot. Wir haben heute Morgen erstmal über Religionsunterricht gesprochen. Das lag daran, dass der Joachim Paul das ein bisschen gekapert hat. Wir wollten eigentlich was anderes machen, aber das war cool, weil wir jetzt im Religionsunterricht ein wichtiges Positionspapier formulieren wollen, nämlich, dass man den Ethikunterricht als ein verpflichtendes Fach einführt, nicht abwählbar, und daneben den Religionsunterricht laufen lässt, abwählbar. Mhm. Das heißt, dass es eben nicht Ethik als ein Ersatzfach ist, sondern dass Ethik wirklich das Hauptfach, das wichtige Fach ist. Das war aber ein landesprogrammatisches Thema. Das ist ein landesprogrammatisches Thema, genau. Das ist das erste bisher, was ich heute höre, deswegen, ja? Ja. Mhm. Allerdings, wir haben heute auch Gäste. Wir haben den Piet da aus Thüringen und den Paten, den CHs aus Bayern. Das sind so die Bildungspolitiker in Thüringen und Bayern. Und die sind heute extra weite Anreise, 500 Kilometer oder so, hier hingekommen, damit wir heute Nachmittag über die Anträge für den Bundesparteitag reden können. Das bedeutet, wie viele Programmanträge erarbeitet ihr denn noch für den Landesparteitag im April? Ganz schwierig. Überhaupt irgendeinen? Also wenn das nur 2 Wochen jetzt sind, dann haben wir überhaupt keine Chance, noch irgendwas Ernsthaftes zu machen. Gut, aber ihr habt ja was sehr Ernsthaftes gemacht, das liegt nur an der Zeit. Wenn es noch 4 Wochen wären, könnten wir sicherlich ein bisschen was machen, weil wir müssten im Prinzip aus unserem Wahlprogramm ein paar Sachen mehr endlich auch ins Grundsatzprogramm bringen und so. Das müssen wir prinzipiell mal machen, aber prinzipiell wäre mir mehr Zeit lieber, weil wir das Problem einfach haben, der Neumarkt steht halt auch relativ kurz bevor und das Bundestagswahlprogramm ist einfach wichtiger, meiner Meinung nach, als das Landesgrundsatzprogramm, was wir auch noch im Herbst machen können. Gut, aber nichtsdestotrotz seid ihr fleißig in der Landesprogrammatik, auch wenn es dann jetzt noch nicht zum Tragen kommt. Also wir haben danach noch heute über Sekundarschulen gesprochen und auch darüber, dass wir da noch eine kleine Anfrage stellen wollen im Landtag und so weiter, dass da also ein bisschen was passieren wird, ne? Ist halt der Vorteil, wenn ein Abgeordneter dabei ist und der Johannes Glesen, der Referent für Bildung, war auch da. Das ist natürlich immer ganz gut, wenn man eine Anbindung hat und so. Und das ist ganz, ganz cool. Ja gut, dann schauen wir, was er am Mittag bringt. Alles yes. Klar. Danke, Ularis. Danke. Vor mir steht jetzt Fidelis Amica oder auch bekannt als Sasa Raba. Ja, ich habe sie gerade gefragt, was sie denn nur lieber ist. Da sagt sie beides. Na gut, dann machen wir das mal so. Hallo Sasa. Ja, hallo Tobi. Ich wollte von dir haben eine Zusammenfassung des Morgens. Und zwar, was haben wir hier stehen? BTW 13 und Pressearbeit, Wahlkampfthemen, Agenda-Setting. Genau. Was habt ihr da gemacht? Genau, also wir haben jetzt erstmal als allererstes natürlich geschaut, welche Themenschwerpunkte unsere Listenkandidaten haben, gerade auf den aussichtsreichen Plätzen, haben das einfach mal zusammengetragen, welche Kompetenzen bereits vorliegen, haben geschaut, wie sieht es denn derzeit in der Fraktion aus, was sind da die Themenschwerpunkte, was sind die Themenschwerpunkte auf Landesebene und auf Bundesebene. Da versuchen wir jetzt derzeit ein bisschen die Schnittstellen zu finden, auch die Themenschnittstellen zu finden, gerade auch runtergebrochen dann auf die Kommune, welche Themen wir im Endeffekt dann angehen sollten und wo wir im Endeffekt unsere Schwerpunkte setzen sollten. Darüber hinaus haben wir aber auch geschaut, wie es in Richtung Projektmanagement und strategischer Planung aussieht. Wichtig ist, dass die Leute natürlich vor Ort erstmal geschult werden. Wir haben derzeit das Problem, dass erstmal unsere Basis leider Gottes noch relativ klein ist. Wir müssen dran, die eben größer auszubauen und dass die Leute, die vor Ort sind und nicht so in der Thematik drinstecken, wie wir es vielleicht sind, die regelmäßig auf irgendwelchen Veranstaltungen sind, sich die Möglichkeit haben, sich da auch eventuell besser zu vernetzen, die wirklich nur rein in der Kommune arbeiten, wie wir die dazu kriegen, dass sie eben auf demselben Stand sind wie alle anderen und halt unsere Themen am Infostand dann bestmöglichst in Anführungsstrichen verkaufen können. Dafür wird jetzt dann gearbeitet, dass Schulungen stattfinden, relativ zeitnah Schulungen stattfinden, sowohl für die Direktkandidaten vor Ort, als halt eben auch für die Basispiraten vor Ort. Ja, auch für dich, ist ja Eigennutz, ne? Ja, natürlich auch. Ich bin jetzt seit kurzem auch Direktkandidatin, von daher freue ich mich. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, danke schön. Freue ich mich da auch ganz sehr drüber, dass wir da was ans Laufen kriegen werden und dass wir vor allem dann auch schauen, dass wir längerfristig davon dann auch was haben, dass Schulungsunterlagen erstellt werden, die wir dann auch gerade aus Erfahrungen aus dem letzten Wahlkampf
Wahlkampf in NRW weiß man, dass während des Wahlkampfes wahrscheinlich ein relativ hoher Zulauf auch sein wird, auch auf den Stammtischen, dass wir denen wirklich dann direkt was an der Hand geben können. Okay, du interessierst dich jetzt für das Thema Datenschutz. Hier hast du jetzt eine kurze, knackige Übersicht zu unseren Standpunkten, zu dem, was du dann auch im Endeffekt dann am Infostand dann sagen könntest. Ne, also, dass die einfach bestmöglichst vorbereitet sind. Ich habe gehört, da soll es jetzt auch eine WPD geben. Eine WPD? Was ist eine WPD? Ich verrate sie jetzt. Aus. Wir lieben ja Abkürzungen. Ich habe es gerade erfunden. Wahlprüfsteine-Datenbank. Ah ja, die Wahlprüfsteine-Datenbank. Das finde ich eigentlich... Siehst du, sagt einfach WPD. Ja, das finde ich aber auch eine ganz wichtige Sache, weil wir sollten das nicht nur darauf begrenzen, dass es um Wahlprüfsteine geht, sondern dass, wenn wir das wirklich hinkriegen, da eine zentrale Datenbank das zu schaffen... Das war die Forderung, dass man gesagt hat, vor allem erstmal eigentlich für die Listenkandidaten, genau. Die natürlich auch gefragt werden, gerade die unter den Top Ten zu irgendwelchen Themen, was vielleicht gerade nicht ihr Kerngebiet ist, dass da eine Datenbank geschaffen wird. Genau. Es kam dann gleichzeitig von Daniel Düngel noch der Wunsch, dass man das auf jeden Fall fertig machen sollte, um dann über ein Tool nachzudenken, sonst wäre es erst am 23. September fertig. Ja, ich meine, da hat er nicht ganz Unrecht mit. Also wir müssen wirklich zusehen, dass das wirklich schnellstmöglich auch umgesetzt wird, dass es praktikabel umgesetzt wird, weil ich sehe da nicht nur den Nutzen für die Listenkandidaten, sondern ich sehe da den Nutzen für die Direktkandidaten und auch für die Basispiraten vor Ort. Das die mit den Autogeräuschen war gerade die Landesschatzmeisterin. Genau, sie bespaßt gerade ihre Kinder. Dass die da halt auch einfach eine zentralen Anlaufstelle haben, um sich über gewisse Themen einfach zu informieren. Und gerade auch kommunale Themen, da überschneidet sich auch einiges. Ne? Wenn dort wird eine Bundesstraße ausgebaut, woanders auch, die Problematik ist die gleiche und so können wir da wirklich schön Synergieeffekte dann nutzen. Ja, wunderbar. Ich danke dir. Haben wir eine Vorstellung, was heute Morgen gelaufen ist? Ja, sehr gerne. Bis später. Tschüss. Markus von Kreller, unser Datenschutzbeauftragter NRW. Du hast einen Slot koordiniert. Erzähl mal, worüber ihr heute in Sachen Datenschutz gesprochen habt. Ja, wir haben heute 6 Programmanträge erarbeitet. Mhm. Zum einen zum Beschäftigten. Ihr habt heute 6 Stück erarbeitet? Ja, richtig. Also ich habe die vorbereitet. Mhm. Wir haben quasi zum Beispiel Beschäftigten Datenschutz. Den Gesetzentwurf haben wir den größten Kritikpunkt quasi rausgearbeitet, und zwar, dass der Beschäftigtendatenschutz eigentlich ein Beschäftigtenüberwachungsschutz ist für die Arbeitgeber, und haben diesen Kritikpunkt also quasi zu einem Programmantrag gemacht. Mhm. Dann haben wir die EU-Datenschutzgrundverordnung analysiert und haben auch dazu eine Position gefunden. Des Weiteren zum Meldegesetz, zur Bestandsdatenauskunft und zu IPv6 und noch einen 6., der mir jetzt entfallen ist. Und das Ganze, jetzt schon alle nicht mehr merken. Also. Ja, und das Ganze habe ich auch schon ins Liquid Feedback gepackt, damit wir daraus auch entsprechend für den Bundesparteitag... Das ist gar keine Landesprogrammatik. Das ist Bundesprogrammatik, genau. Ah, okay. Dass wir dann halt für den Bundesparteitag entsprechend auch Programmanträge einreichen können. Okay. Das war's eigentlich. Okay, ich danke dir, Markus. Ja, bitte. So, der nächste im Bunde ist Matthias Bock alias @mabo, ne? Ja, nee, @MatthiasBock1. @MatthiasBock1, ja, wir wollen ja auch mal gerne Werbung für Twitter nichts machen. Matthias, was habt ihr in eurem Slot besprochen? Ja, also wir haben uns gerade zum Thema Open Government getroffen und glücklicherweise waren mehr als die bis zu 3 Angemeldeten da. Wir waren also eine Gruppe von 12 Piraten und wir haben erst einmal darüber gesprochen, was zuletzt im Landtag zum Thema Open Government passiert ist. Da gab es einmal den Antrag von Rot-Grün als auch unseren Antrag zum Transparenzgesetz. Da habe ich so ein bisschen kurz geschildert, was mit der Anhörung geschehen ist und wie es jetzt weitergeht. Wir haben auch am Freitag schon in der... Was ist denn Open Government? Ja, ich weiß es, aber ja, versuch trotzdem mal in 2 Sätzen zu sagen. Zu den geneigten Zuhörer. Open Government ist letztendlich eine neue Form direkter Partizipation zwischen der Verwaltung und dem Bürger. Dabei geht es darum, möglichst Anregungen aus der Bürgerschaft einzubringen in das politische Umfeld, also entweder in den Stadtrat. Das heißt, für den Bürger Nachvollziehbarkeit oder, zum einen und zum anderen Einbringen von eigenen Dingen. Genau, das trennt man üblicherweise so in dem Punkt Open Data. Open Data ist die Veröffentlichung von Gutachten, Statistiken, Verträgen etc. Okay. Und dann gibt es noch den Punkt Open Government, und da geht es dann eben darum, wie man sich als Bürger auch beteiligen kann. Entweder in der Verwaltung oder auch im politischen Sinne im Stadtrat.
Habt ihr heute irgendein Ergebnis, was jetzt keine Erwartungshaltung, ein Ergebnis produziert? Wir haben erstmal den Kenntnisstand abgeglichen, weil auch einige Neupiraten dabei waren, wo ich also erstmal so eine Einführung gemacht habe und den Kenntnisstand aus der Fraktion jetzt erstmal so in die Basis weitergetragen habe. Habe auch Feedback bekommen, was so Arbeitsstand auf Bundesebene im AK Kommunalpolitik ist das, glaube ich, wo auch schon heiß über das Thema diskutiert wurde, habe ich mir das Feedback eingeholt und einen direkten Kenntnisstand. Wir werden also über die Seite des TDPA nochmal die wichtigen Punkte verlinken und zusammenfassen, sodass man auch nachlesen kann, worüber wir gesprochen haben. Und da kann man sich also wunderbar erstmal informieren. Und wir gucken mal, dass wir das in Zukunft in regelmäßigen Abständen tun können, dass wir da hier auch auf Landesebene dran arbeiten. Es ist ja bisher nie so richtig gelungen, AK dazu zu gründen. Ich rufe da auch nochmal alle Interessierten auf, das zu tun, damit wir uns besser vernetzen diesbezüglich, weil Open Government ist auch so ein Querschnittsthema. Und deshalb wäre es auch wichtig, aus allen Bereichen da Input zu haben. Und da sei hier an der Stelle nochmal gesagt, der möchte, kann sich an mich wenden oder auch auf die NRW-Liste einfach. Eigene Initiativen. Ich bin da gerne bereit mitzuarbeiten und würde mich freuen, wenn es da ein paar mehr Leute gäbe. Okay, alles klar. Ich danke dir, Matthias. Tschüss. Vielen Dank, Tobi. Und nun, Thomas Küppers alias @QEPI 2001. Ne? Ja, ich baue die Twitter-Namen heute ganz gerne ein. So könnt ihr den Thomas auch erreichen. So, welchen Slot hast du mitgemacht? Ja, also ich war gerade in Arbeit und Soziales. Mhm. Und welche Überraschung? Oh Wunder, ja, genau. Und da haben wir uns einfach so mal generell unterhalten, wie wir jetzt nochmal die Abläufe Schnittstelle Landtag nochmal organisieren. Mhm. Ja, sprich Bürgerbeteiligung, Basisbeteiligung, diese Themen, dass wir die stärker nach vorne bringen. Letztendlich wird es dazu eine neue Webseite geben. Die wird heißen arbeit_soziales.piratenpartei-nrw.de. Da werden wir dann Projekte drüber, die Projekte drüber öffentlich koordinieren, machen, koordinieren, genau, ja. Unterstützen. Und wir werden zum Beispiel auch Wiki-Arguments benutzen dafür. Oh, das klingt ja schön. Ja, ein großes Projekt wird sein neue Arbeitswelt. Ja. Ja. Mit allem drum und dran, was es dazu gibt, vom Telearbeitsplatz bis zum Datenschutz in Firmen. Natürlich kommen auch die klassischen Themen da rein, Mindestlohn etc. Und eine ganz wichtige, wo wir uns jetzt auch sehr, sehr schön und sehr, sehr lange unterhalten ist, ist eine neue piratiger Definition des Begriffes der Arbeit zu gestalten. Dafür wird es nochmal eine extra separate Veranstaltung geben. Mhm. Wo dann unter anderem auch unser Fraktionsvorsitzender, der Herr Joachim Paul, teilnehmen wird. Dr. Joachim Paul, genau, richtig. Kling, kling. Und da werden wir uns nochmal sehr, sehr heiß über diesen Begriff halt unterhalten. Und es geht zum Beispiel hier um den offenen Brief mit der 30-Stunden-Woche in diese Richtung, dass wir uns da nochmal ganz konkret. Ich habe ihn ja gerade danach gefragt, er möchte sich heute nicht dazu äußern, wird noch in der Fraktion darüber sprechen und dann wird es eine Äußerung von Joachim geben. Okay, Thomas, ich danke dir für die Zusammenfassung. Ja, wunderbar, vielen Dank. So, Harald, dann geben wir doch mal einen 10 Sekunden Zwischenstand zum CDPA. Ja, so 150 Piraten, die ja hart an den Themen arbeiten, um klarzumachen, dass die Kompetenz der Piraten auch inhaltlich überzeugen kann. Also von daher, wir sind am richtigen Weg. Der Wahlkampf kann kommen und wir werden die Zielgruppen schon erreichen, die begreifen, dass man Piratenbürger ins Parlament wählen. Ja, im Moment habe ich heute das Gefühl, dass es alles so vollkommen unprogrammatisch läuft. Ich habe ja noch nicht mit allen gesprochen, aber auch bei Bauen und Verkehr hat man jetzt gesagt, nee, lieber nicht programmatisch arbeiten, sondern es geht tatsächlich in erster Linie bei dem TDPA heute auf Wahlsiegstrategie hinaus, ne? Weil die Strategie, aber natürlich über Themen, über Kompetenz und da sind eben wirklich hier acht. Ja, wir reden aber trotzdem mal ganz kurz leise weiter. Acht, neun Themen parallel, die wir hier bearbeiten und das eben mit großer Konzentration und voller Begeisterung der beteiligten Piraten. Also da kann man stolz drauf sein, dass wir hier in NRW einfach viele aktive, gute, fitte Piraten haben. Okay, Harald, bis gleich. Zum Schluss sprechen wir uns nochmal mit dem Wahlsiegkoordinator @derfairepirat. Bis gleich. Danke, bis später.
Ja, ich möchte mit dir reden. Ich habe mit der Landesschatzmeisterin Steffi gegriffen, weil du bei dem Slot SMV dabei gewesen bist. Ich hätte gerne mal eine kurze Zusammenfassung. Ich bin ja am Ende auch dabei gewesen, aber ich kann ja nicht immer nur mit mir selber podcasten. Ne? Ist ja langweilig. Genau. Nein, es war eine sehr interessante, kontroverse Diskussion. Vom Grundsätzlichen her, ob wir die SMV möchten, in welcher Auswirkung, also mit welchem Tool wir damit arbeiten müssen, über online Parteitage oder Leave Your Feedback oder Wiki Arguments, also da sind diverse Tools sind gefallen, was denn nutzerfreundlicher wäre. Einigen konnte man sich nicht, also es sind eine grundsätzlich total gegen Liquid Feedback, wobei nicht klar wurde, ob da der User doch besser geschult werden sollte, damit man argumentativ besser im Liquid umgehen kann. Also manche Anträge gefallen dem einen oder anderen nicht oder die Art, wie sie gestellt werden, die Art, wie darüber diskutiert wird, scheint dem einen oder anderen zu frech. Mhm. Ja, aber alles in allem fand ich eine sehr konstruktive Diskussion. Man hat sich grundsätzlich erstmal für die SMV aussprechen können und man hat sich darauf geeinigt, dass man kein Ergebnis formulieren will, habe ich noch mitbekommen. Ne? Genau. Weil es natürlich bei der SMV auch schwierig ist. Aber es ist trotzdem so gewesen, dass man sagte, die SMV möchte man haben und da möchte man dran arbeiten. Genau, man weiß nicht in welcher Form, mit welchem Tool, aber man möchte an der SMV. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Genau. Und dann warten wir darauf, dass die SMV dann in hoffentlich einem Jahr dann da ist. Okay, Steffi, danke. Und nun habe ich bei mir Oliver Bayer, Oliver Bayer MDL, ja. Und ich habe gerade so ein bisschen mit dabei gesessen, auch wenn ich Podcast geschnitten habe, nicht alles mitbekommen. Deswegen musst du mal eben kurz berichten, was denn hier in dem Raum ÖPNV oder wie heißt er? Nee, so heißt er gar nicht, ne? Bauen und Verkehr passiert ist. Ja, das ist eigentlich das Treffen von AK Bau und Verkehr und NRW natürlich. Und wir haben ja sehr viele Neumitglieder, will ich sie noch nicht nennen, aber sehr viele Interessierte dabei. Sehr wenige, die wir sonst immer so im Mumble sehen. Also haben wir nicht begonnen mit groß Erarbeiten von neuen Programmpunkten, sondern haben erstmal geguckt, was für Themen interessiert. Die Leute, die heute hier sind, natürlich war der fahrscheinlose ÖPNV ganz oben. Und wir hatten sehr viele Redebeiträge dazu. Und gerade als wir abgeschlossen haben mit dem Punkt, man könnte eine Aktion zu dem Thema im Wahlkampf machen und vielleicht die Aktion aus Hannover, die die Piraten dort im Wahlkampf gemacht haben, wiederholen. Ja, ja. Hast du aufgemerkt und gesagt, ja, lass uns das tun. Wir haben einen Hashtag dafür, nämlich für die Aktion, wir suchen einen griffigen Namen. Der Hashtag lautet TDPAÖPNV. Ist ja, mit Ö, nicht mit OE. Mit Ö, genau. TDPAÖPNV ist ein solcher Hashtag, das wäre auch ein sicheres Passwort. Ja, kann sich kaum ein Mensch merken, aber genau darum geht es, nämlich um das Suchen eines griffigen Namens. Also sind dann alle Piraten aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Und dann wollen wir genau das im Wahlkampf machen. Das ist die Essenz, die ich am Ende noch mitbekommen habe, weil zwischendurch hatte ich einen Kopfhörer noch auf. Vergessen wir denn da noch was Wichtiges? Ja, das sind jetzt zwei Dinge, die zusammenspielen. Einmal Aktion machen, wie in Hannover. Mhm. Daraus und aus anderen Situationen haben wir gemerkt, fahrscheinloser ÖPNV ist als Begriff missverständlich. Da denkt man vieles, zum Beispiel an die RFID-Tickets oder sonst was, aber man begreift nicht sofort, worum es geht, wenn man keine Ahnung hat, woher der Begriff kommt. Und das haben wir auch in Hannover gemerkt. Und daraus entstand auch die Idee, wir brauchen einen anderen Begriff. Allerdings waren wir uns nicht einig, welchen. Und deshalb eine Aktion. Wir suchen einen neuen Begriff und wir haben uns jetzt 7 Tage oder 8 Tage Zeit begeben. Bis zum 25. Februar. Ich werde ins Krähennest auch den Link stellen in die Shownotes. Da klickt man drauf. Wir haben gar kein großes Tool, außer ein blödes Pad. Da könnt ihr eure ganzen Begrifflichkeiten reinschreiben und dann kommen wir am Ende irgendwie zu einem Ergebnis. Und dann hoffe ich mal, dass uns das weiterhilft und wir tatsächlich ein Wording haben, was wir dann auch durchhalten können, wo wir nicht sagen müssen, nee, das ist doch jetzt zu missverständlich oder das wollen wir nicht mehr. Ja gut, also okay. Fahrscheinloser ÖPNV ist natürlich momentan ein Begriff, den wir nutzen, aber er ist halt leider missverständlich. Und vielen rutscht das Wort kostenlos immer wieder raus, obwohl es ja nicht kostenlos ist. Wir haben ja auch festgestellt, dass in Berlin die Presse dann aus fahrscheinloser ÖPNV dann doch den kostenlosen macht, weil man der Meinung ist, man muss es für den Leser verständlich ausdrücken. Also da wird ja dann unser politisches Ziel auch noch verbogen. In dem Sinne, Olli, ich danke dir, dann machen wir weiter. Dann. Alles klar. Sakulabu, ihr habt gerade mit dem AK Wirtschaft zusammengesessen.
Worüber habt ihr gesprochen? Ja, richtig. Wir haben jetzt schwerpunktmäßig über das Thema der Gewerbesteuer gesprochen. Oh. Das Für und Wider und sind uns letzten Endes darüber sicher und einig, dass das Gewerbesteuermodell, so wie es momentan existiert, halt dauerhaft nicht funktionieren kann. Wir haben die Situation, dass wir halt Kommunen haben, die an diversen Stellschrauben drehen und sich damit dann dementsprechend natürlich Vorteile verschaffen, was aber auch nur nach außen Vorteile sind, denn letzten Endes wird das Ganze über den, ja, ich komme jetzt gerade nicht auf den Fachterminus, ich bin kein Wirtschaftspolitiker. Muss ja auch nicht sein. Aber letzten Endes gibt es halt einen Umrechnungsfaktor, nachdem die Einnahmen dann global quasi als Strukturausgleich auf die anderen Kommunen wieder umverteilt werden. Insofern ist der Vorteil extrem gering und es sind auch bereits Dinge auf dem Marsch in gesetzgeberischer Hinsicht, die dazu führen werden, dass letzten Endes alle Kommunen im Endeffekt dasselbe haben werden. So wie es jetzt momentan läuft, wird es also dauerhaft nicht mehr funktionieren können und deswegen sind wir halt der Meinung, dass wir hier einen neuen Ansatz finden müssen, halt um die kommunale Finanzierung auch in Zukunft sicherstellen zu können. Also einmal ist ja das Problem die kommunale Finanzierung, ja. Bei der Gewerbesteuer gibt es ja noch ein zweites Problemchen, denn die Gewerbesteuer ist ja alles andere als gerecht. Ein Freiberufler muss sie nicht bezahlen, wer aber auch nur einen Artikel handelt, ist kein Freiberufler mehr, verliert sofort den Status und ist damit gewerbetreibend mit dem Idee, dass er zum Beispiel ein Gewerbetreibender imitiert. In welcher Form auch immer. Zum also Beispiel, ein Schreiner, der macht durchaus auch Lärm und produziert auch irgendwo mehr Müll, als jemand, der am Schreibtisch Dinge handelt, ohne dass er die Ware je in der Hand hat. Aber die Idee der Gewerbesteuer ist ja, dass man ursprünglich mal sagte, dass das zu Gerechtigkeit führen soll. Das gibt es ja nicht mehr. Ja, wurde das auch besprochen? Mehr. Oder? Ja, wir haben es in dem Zusammenhang angesprochen. Die Melanie Kalkowski hat da so ein paar Sachen reingebracht. Wie ja, die kennt sich ja ein ganz klein bisschen damit aus, klar, ja. Ganz klein bisschen. Ja. Also letzten Endes kann ich mich natürlich aus allen Geschichten rausrechnen, wenn ich das möchte. Und ich kenne es jetzt beispielsweise aus unserer Kommune, wir haben im Endeffekt nur eine Handvoll gewerbesteuerzahlende Betriebe, die überhaupt über 10.000 Euro im Jahr kommen. Alles andere rechnet sich entweder schön, hat eine Holding auf den Bahamas oder sonstige Geschichten. Und dann gehen so mit der Gewerbesteuer, also mit Gerechtigkeit ist es da wohl nicht weit. Richtig. Und wir haben uns jetzt halt als Arbeitsergebnis erstmal beschlossen, dass wir hier bezüglich der Möglichkeiten erstmal Leitplanken setzen wollen, so ein Papier aufsetzen wollen, jetzt für den Bundestagswahlkampf und dass wir das Thema natürlich sehr stark dann hinterher auch in den Kommunalwahlkampf tragen wollen. Denn letzten Endes geht es hier um das Geld der Kommunen. Und damit um das Geld für den Bürger. Richtig, ganz genau. Okay, Sascha, okay. Ich würde sagen, ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Gut. Und nun sitzt mir gegenüber Sandra Löhrs, der AK Gesundheit war hier aktiv. Was habt ihr gemacht? Ich bin Sandra Löhrs, hast du ja gerade schon gesagt, examinierte Altenpflegerin. Wir haben ein bisschen über Pflegepolitik gesprochen. Mhm. Da gibt es mehrere Themen zu Pflegepolitik, zum Beispiel Gewalt in der Pflege, nonverbal und verbale. Oder großes Thema sind die Pflegekammern, Personalmangel in Altenheimen und Krankenhäusern, das war gerade unser Thema. Okay, ohne dass ich jetzt mit Erwartungshaltung frage, habt ihr irgendein Ergebnis heute schon produzieren können? Nicht zu diesem Vortrag, aber wir haben zwei Anträge und ein Positionspapier. Mhm. Das heißt, ihr habt programmatisch gearbeitet? Ja, natürlich. Tatsächlich. Ja, das sagst du so natürlich, das ist bisher nicht in vielen Slots passiert, weil man halt andere Dinge in Sachen Bundestagswahlkampf gemacht hat. Okay, Sandra, danke für die Info. Das war's schon? Das war's schon, ja. Oh, ich war ganz nervös jetzt. So, ja, an so einem Tag der politischen Arbeit gibt es ja, abgesehen davon, dass der Babak ja auch politisch aktiv ist, auch noch ganz andere wichtige Themen. Wir haben Essen gekriegt. Ja. Was und, gab's denn? Es gab... Ich weiß es ja, aber ich muss es ja fragen. Paprika, Karotten und Zucchini mit Zwiebeln angebraten und in einer Kokos-Curry-Soße mit Hähnchen geschnetzelt. Wie hat das denn wahlweise. Das waren der Olaf, Dominik, meine Wenigkeit. Dabei haben dann noch mehrere Leute vorne mitgeholfen, unter anderem der Andreas, der aus Köln, der Andi,
dann die WAKO und einige Leute, deren Namen ich nicht kenne, wo ich die aber, wo ich aber ganz toll finde, dass sie da waren. Und mit WAKO und mit Gaga war ich gestern auch noch extra deswegen einkaufen. Ich muss ja sagen, also früher war das ja vollkommen normal, dass ihr da aktiv seid oder dass sich jemand darum kümmert, wofür wir mal sehr dankbar waren. Aber in letzter Zeit gab es mal Catering-Service und derartige Dinge. Das war doch heute mal wieder richtig back to the roots. Es war nicht nur back to the roots. Ich weiß von mindestens 5 Leuten, die hätten heute nicht hier sein können, wenn wir nicht ein Catering von unserer Seite aus gehabt hätten. Und das war ja so, dass ich das gar nicht bezahlen musste, sondern ich konnte mir überlegen, ob ich was bezahlen möchte. Richtig. Der, also ob man was spenden möchte. Mhm. Ja, es gibt dann, wie auch immer. Es gibt dann halt eine Tellerspende oder auch eine größere Spende, die man dann theoretisch anmelden könnte. Die gibt man dann direkt an die Schatzmeisterei. Das funktioniert alles wunderbar. Und auf diese Art und Weise, diejenigen, die meinen, dass sie mit einem Fünfer oder einem Zehner für den ganzen Tag irgendwie bedient sind und das meinen ausgeben zu können, die geben halt das Geld und andere, die halt nur weniger ausgeben können oder auch gar nichts. Also so ein Solidarprinzip halt. Das ist ein absolutes Solidarprinzip. Das klappt bei den Piraten immer sehr gut, egal wo man hinhört. Ja, im Prinzip schon. Wo wir die Möglichkeit hatten, das ist im Prinzip der Grundsatz, den wir haben als Teilhabe. Wenn ich Leute dabei haben möchte, die politisch an dem ganzen Geschehen teilnehmen wollen, dann muss ich ihnen auch die Möglichkeit dazu lassen. Mhm. Das Essen bzw. das Catering allgemein ist ein großer maßgeblicher Faktor, der eine gewisse Gemeinschaftlichkeit überhaupt zustande bringen kann oder zustande bringen lässt. Mhm. Ohne das funktioniert das nicht. Ich kenne sehr, sehr viele von den Piraten, die ich in den letzten 3 Jahren kennengelernt hatte, hier gerade in NRW, aber auch bundesweit, die es sich zum Teil überhaupt nicht leisten können, rumzureisen oder halt irgendwo hinzukommen, wo es kein Catering von uns gibt. Das heißt, die müssen sich irgendwie... Ich erinnere mich an die Halle Münsterland, das waren ja Preise, ich weiß nicht mehr, was der Kaffee gekostet hat, aber wenn man da sich so im Laufe eines Tages 2 Kaffee genommen hat, plus ein Mittagessen und so weiter, so 20, 30 Euro waren da ganz schnell verbraten. So, und dann kommt noch dazu, dass du die Anreise hast. Wenn du Glück hast bei der Anreise, dann nimmt dich jemand mit, der sowieso fährt, der sich das leisten kann, der sich auch leisten kann, dich einfach so mitzunehmen, was auch nicht immer der Fall ist. Jetzt ist es doch echt interessant. Jetzt kommen wir doch über eine Aubergine zur politischen Teilhabe. Ja, natürlich. Mhm. Das war einer der Grundgedanken, dass wir einerseits vernünftiges Essen bekommen. Zeig mir irgendeinen Piraten, der es sich vom Munde absparen muss, oder irgendeinen Menschen, der sich vom Munde absparen muss, dass der auf einmal ein Basmati-Reis vor die Nase gesetzt bekommt, vernünftig durchgegart, schmackhaft. Das war tatsächlich sehr schmackhaft, ja. Ich habe es getestet. Und das ist nur der Reis. Und dazu gibt es dann noch geschnetzeltes Gemüse und Soßen, die man ansonsten nicht kriegt. Und in dem Fall wie heute zum Beispiel bestand die Möglichkeit, halt vegan zu essen. Das heißt, auch die werden nicht ausgeschlossen. Man konnte das Fleisch einfach weglassen. Jemand, der laktoseintolerant war, hätte mitessen können. Jemand, der auf Getreide... also wir achten überall drauf, dass jeder einfach mit dabei bleiben kann. Das ist vielleicht vielen gar nicht bewusst, wie wichtig der Faktor Teilhabe ist. Deshalb, Babak, vielen Dank für die Info. Gern geschehen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de. Wir haben jetzt als allererstes natürlich geschaut, welche Themenschwerpunkte unsere Listenkandidaten haben, gerade auf den aussichtsreichen Plätzen, haben das einfach mal zusammengetragen, welche Kompetenzen bereits vorliegen, haben geschaut, wie sieht es denn derzeit in der Fraktion aus, was sind da die Themenschwerpunkte, was sind die Themenschwerpunkte auf Landesebene und auf Bundesebene. Da versuchen wir jetzt derzeit ein bisschen die Schnittstellen zu finden, auch die Themenschnittstellen zu finden, gerade auch runtergebrochen dann auf die Kommune, welche Themen wir im Endeffekt dann angehen sollten und wo wir im Endeffekt unsere Schwerpunkte setzen sollten. Darüber hinaus haben wir aber auch geschaut,
wie es in Richtung Projektmanagement und strategischer Planung aussieht. Wichtig ist, dass die Leute natürlich vor Ort erstmal geschult werden. Wir haben derzeit das Problem, dass erstmal unsere Basis leider Gottes noch relativ klein ist. Wir müssen dran, die eben größer auszubauen und dass die Leute, die vor Ort sind und nicht so in der Thematik drinstecken, wie wir es vielleicht sind, die regelmäßig auf irgendwelchen Veranstaltungen sind, sich die Möglichkeit haben, sich da auch eventuell besser zu vernetzen, die wirklich nur rein in der Kommune arbeiten, wie wir die dazu kriegen, dass sie eben... Was wir auch noch im Herbst machen können. Aber nichtsdestotrotz seid ihr fleißig in der Landesprogrammatik, auch wenn es dann jetzt noch nicht zum Tragen kommt. Also wir haben danach noch heute über Sekundarschulen gesprochen und auch darüber, dass wir da noch eine kleine Anfrage stellen wollen im Landtag und so weiter, dass da also ein bisschen was passieren wird. Ne? Ist halt der Vorteil, wenn ein Abgeordneter dabei ist und der Johannes Glesen, der Referent für Bildung, war auch da. Das ist natürlich immer dann ganz gut, wenn man eine Anbindung hat und so. Und das ist dann ganz, ganz cool. Ja gut, dann schauen wir mal, was der Nachmittag bringt. Alles yes. klar. Danke, Ulamis. Danke. Vor mir steht jetzt Fidelis Amica oder auch bekannt als Sasaraba. Ja, ich habe sie gerade gefragt, was sie denn nur lieber ist. Da sagt sie beides. Na gut, dann machen wir das mal so. Hallo Sasa. Ja, hallo Tobi. Ich wollte von dir haben eine Zusammenfassung des Morgens. Und zwar, was haben wir hier stehen? BTW 13 und Pressearbeit, Wahlkampfthemen, Agenda-Setting. Genau. Was habt ihr da gemacht? Genau, also wir... Das Krähennest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und jetzt live bei uns, der Holarius aus dem AK Bildung. Ihr habt heute Morgen einen Slot gehabt. Hallo Tobi. Wir haben heute Morgen uns zusammengesetzt. Wir haben auch gleich noch einen Slot. Wir haben heute Morgen erstmal über Religionsunterricht gesprochen. Das lag daran, dass der Joachim Paul das ein bisschen gekapert hat. Wir wollten eigentlich was anderes machen, aber das war cool, weil wir jetzt im Religionsunterricht ein wichtiges Positionspapier formulieren wollen, nämlich, dass man den Ethikunterricht als ein verpflichtendes Fach einführt, nicht abwählbar, und daneben den Religionsunterricht laufen lässt, abwählbar. Das heißt, dass es eben nicht Ethik als ein Ersatzfach ist, sondern dass Ethik wirklich das Hauptfach war, das ist. Das war aber ein landesprogrammatisches Thema. Das ist ein landesprogrammatisches Thema. Das ist das erste bisher, was ich heute höre, deswegen, ja? Ja. Allerdings, wir haben heute auch Gäste. Wir haben den Piet da aus Thüringen und den... Auf demselben Stand sind wie alle anderen und halt unsere Themen am Infostand dann bestmöglichst in Anführungsstrichen verkaufen können. Dafür wird jetzt dann gearbeitet, dass Schulungen stattfinden, relativ zeitnah Schulungen stattfinden, sowohl für die Direktkandidaten vor Ort, als halt eben auch für die Basispiraten vor Ort. Ja, auch für dich, ist ja Eigennutz, ne? Ja, natürlich auch. Ich bin jetzt seit kurzem auch Direktkandidatin, von daher freue ich mich da. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, danke schön. Freue ich mich da auch ganz sehr drüber, dass wir da was ans Laufen kriegen werden und dass wir vor allem dann auch schauen, dass wir längerfristig davon dann auch was haben, dass Schulungsunterlagen erstellt werden, die wir dann auch gerade aus Erfahrungen aus dem letzten Wahlkampf in NRW weiß man, dass während des Wahlkampfes wahrscheinlich ein relativ hoher Zulauf auch sein wird, auch auf den Stammtischen, dass wir denen wirklich dann direkt was an der Hand geben können. Okay, du interessierst dich jetzt für das Thema Datenschutz. Hier hast du jetzt eine kurze, knackige Übersicht zu unseren Standpunkten, zu dem, was du dann auch im Endeffekt dann am Infostand dann sagen könntest. Ne, also, dass die einfach bestmöglichst vorbereitet sind. Ich habe gehört, da soll es jetzt auch eine WPD geben. Eine WPD? Was ist eine WPD? Verrat sie jetzt. Aus. Wir lieben ja Abkürzung. Ich habe es gerade erfunden. Paten in CHs aus Bayern. Das sind so die Bildungspolitiker in Thüringen und Bayern. Und die sind heute extra weite Anreise, 500 Kilometer oder so, hier hingekommen, damit wir heute Nachmittag über die Anträge für den Bundesparteitag reden können. Das bedeutet, wie viele Programmanträge erarbeitet ihr denn noch für den Landesparteitag im April? Ganz schwierig. Überhaupt irgendeinen? Also wenn das nur 2 Wochen jetzt sind, dann haben wir überhaupt keine Chance, noch irgendwas Ernsthaftes zu machen. Gut, aber ihr habt ja was sehr Ernsthaftes gemacht, das liegt nur an der Zeit. Wenn es noch 4 Wochen wären, könnten wir sicherlich ein bisschen was machen, weil wir müssten im Prinzip aus unserem Wahlprogramm ein paar Sachen mehr endlich auch ins Grundsatzprogramm bringen und so. Das müssen wir prinzipiell mal machen, aber prinzipiell wäre mir mehr Zeit lieber, weil... wir das Problem einfach haben, der Neumarkt steht halt auch relativ kurz bevor und das Bundestagswahlprogramm ist einfach wichtiger, meiner Meinung nach, als das Landesgrundsatzprogramm, was